lese das Berufsschulbuch für Köche, der junge Koch, die junge Köchin. Der Druck ist ganz ohne Serifen. Es ist deshalb schwer zu lesen. Der Inhalt ist teilweise stark fragwürdig. Ich zeige es. Es ist das Berufsschulbuch für Köche, deshalb wird es vorgelesen. So. Im Kapitel Umwelt- und Verbraucherschutz bin ich angekommen im Teil 2.4 Lebensmittelüberwachung. Der Teil heißt Einführung. Food Supervision, le contrôle des produits alimentaires. 2.4 Lebensmittelüberwachung. Was nützen die strengsten Vorschriften, wenn sie nicht kontrolliert werden? Die Kontrolle der Lebensmittelbetriebe ist Sache der Bundesländer. Aus diesem Grund können die zuständigen Behörden unterschiedliche Namen tragen. Die Grundsätze der Verfahren sind dennoch gleich. Überwachungsbeamte oder Lebensmittelkontrolleure sind fachlich ausgebildete Personen. Oft haben sie einen Beruf aus dem Lebensmittelgewerbe und sind darum sachkundig. Hier steht Beruf. Berufsausbildung. Bei den Kontrollen dürfen Sie während der Geschäftszeiten Räume und Einrichtungen des Betriebes auf hygienischen Zustand überprüfen, Rohstoffe und Endprodukte auf Hygiene und die Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften überprüfen, in Klammern, ob zum Beispiel ein Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch ist, Klammer zu, Proben von Produkten nehmen und diese zu lebensmittelrechtlichen Untersuchungen senden. So, links steht hier mit einem blauen Punkt. Die Kontrollen werden nach dem Zufallsprinzip durchgeführt. Liegen Beschwerden von Verbrauchern / Gästen vor, wird die Kontrolle angeordnet. Der Betriebsinhaber und das Personal sind nach dem Gesetz verpflichtet, die amtlichen Kontrolleure nicht zu behindern. Sie müssen auch Fragen über die Rohstoffe und die Herstellungsverfahren beantworten. Nächster Punkt hier am Rand ist, werden Proben entnommen, so hat der Betriebsinhaber das Recht auf eine Gegenprobe. Diese kann er auf eigene Kosten untersuchen lassen. Damit hat er bei einer ungerechtfertigten Anklage ein wichtiges Beweismittel zu seiner Entlastung. So, dann kommen hier noch Fachbegriffe. Fachbegriffe: antibakteriell, gegen Bakterien wirkend. Bakterizid, Bakterien abtötend, desinfizieren, Krankheitserreger unschädlich machen, Inkubationszeit, Zeit zwischen der Ansteckung und den ersten Krankheitserscheinungen, Infektion, Ansteckung durch den Körper, eingedrungene Ansteckung durch in den Körper eingedrungene Krankheitserreger. So. Weitere Fachbegriffe. Keime, Krankheiten verursachende Mikroorganismen, Kontamination, Verschmutzung, Verunreinigung, Übertragung von Keimen, Tenside, Stoffe, die die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen. Das ist nicht ganz richtig. An der Stelle ist das Buch wieder fragwürdig, und zwar richtig fragwürdig. Die Endung zieht als Endsilbe tötend, Recycling, Wiederverwertung. So, und dann gibt es Aufgaben. Aufgabe 1, welches sind die zwei wesentlichen Ziele des Lebensmittelrechts? Aufgabe 2 zu diesem Kapitel, wenn ich verpacktes Brot kaufe, erfahre ich, welche Zutaten enthalten sind. Warum ist das für frisches Brot in der Bäckerei nicht vorgeschrieben? Welche Antwort geben Sie? 3. Woran liegt der Unterschied zwischen Zutaten und Zusatzstoffen? 4. Aus welchen Gründen können Zusatzstoffe beigegeben werden? Nennen Sie 3 Bereiche mit je einem Beispiel. 5. Auf einem Becher mit Joghurt steht mindestens haltbar bis 14.03. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Im Kühlschrank ist ein Becher nach hinten gerutscht und übersehen worden. Darf man das Produkt am 20.03. noch essen? 6. Eine Packung mit Hackfleisch zeigt die Aufschrift verbrochen bis spätestens 4.09. Darf man dieses Hackfleisch am 6.09. noch
darf dieses Hackfleisch am 6.9. noch verarbeitet werden. So, das war's mit dem Kapitel Umwelt- und Verbraucherschutz. Es geht weiter mit dem Kapitel Unfallverhütung im Teil Arbeitssicherheit. Der erste Teil ist beendet. Tschüss.